Seit der Saison 2015 dominiert Jonathan Eea die Superbike-Weltmeisterschaft. Der Kawasaki-Pilot ist auch in diesem Jahr voll auf Titelkurs und dürfte bereits in Matanikure vorzeitig die Meisterschaft für sich entscheiden, sollte nichts Außergewöhnliches passieren. Aktuell führt Eea die WM mit 116 Punkten Vorsprung an. Für die Dorner ist Reas Dominanz ein Problem. Noch schlimmer, Eea ist laut WSBK-Sportdirektor Gregorio Lavilla nicht spannend genug, um die Fans in seinen Bann zu ziehen. Wir haben den besten Fahrer, doch leider ist er nicht der charismatischste Typ. Deshalb verlieren die Leute vermutlich das Interesse, kommentiert Lavilla im Gespräch mit Eurosport. Seit einigen Jahren dominieren die britischen Piloten die Serie. Charaktere wie Kyle Fogarty, Maximala Biaggi, Noriyuki Haga, Pier Francesco Chili oder Ruben Seyes fehlen der Meisterschaft. Zudem sind die Rennen durch Reas Dominanz berechenbar. Seit 6 Rennen ist der Serienweltmeister ungeschlagen. Wir unternehmen nichts, um das zu ändern. Wir möchten fairen Rennsport haben. Der beste Fahrer soll gewinnen. Wenn das der Fall ist und immer der gleiche Fahrer gewinnt, dann beglückwünsche ich ihn, bemerkt Lavilla. Wenn Eea in Frankreich aufs Podium fährt, dann hat er seinen 4. Titel in Folge sicher und steigt auf eine Stufe mit WSBK-Ikone Kyle Fogarty. Die WM möchte Eea am liebsten mit einem Sieg feiern, das ist der Plan. Wir versuchen, dort zu gewinnen, weil meine Familie nicht mit nach Argentinien reisen wird. Ich kann es mir leisten, Punkte zu verlieren. Ich habe 6 Rennen, um die Meisterschaft zu gewinnen. Ich möchte sie aber nicht so gewinnen, wie ich es 2015 tat, erinnert er sich an den 4. Platz in Jerez. Ich möchte sie mit guten Ergebnissen feiern. Ich kann es mir leisten, Punkte zu verlieren. So habe ich mir das gedacht. Ich möchte die Meisterschaft nicht verwalten, weil ich mich an das schreckliche Gefühl 2015 erinnere. Ich verpasste das Podium und gewann die Weltmeisterschaft. Es dauerte ein paar Monate, um das zu verarbeiten. Den 3. Titel, die Meisterschaft im Vorjahr, sicherte sich Eea mit einem Laufsieg. Der Sieg in Matanikure im Vorjahr, ein dominanter Sieg im Nassen, das war das tollste Gefühl der Welt. Ich versuche also, es so zu machen. Doch schlussendlich spielt es keine Rolle. Niemand wird sich an die Strategie oder die Geschehnisse erinnern. Es ist wichtig, es zu schaffen, so der Kawasaki-Pilot.